Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure. Wir sind bei Part Nummer 16. Beim letzten Mal haben wir ja den See klares Wasser gefunden, womit wir die vierte Magiestufe erreicht haben. Ja, hier sieht man das, die Flasche klares Wasser. Dank dieses magischen Symbols hast du eben die vierte Kraftstufe erreicht. Du kannst selbst die mächtigsten Klone ausschalten. Das ist super. Das haben wir nur geschafft, aber nachdem wir in eine hochbewachte Festung eingedrungen sind, mit Hilfe dieser Kobold-Mitgliedskarte. Wir sind Mitglied im Kobold-Club, super. Ja, dann sind wir hier auf die Nordhalbkugel gekommen. Genauer gesagt sind wir, glaube ich, auf der Insel Tippet. Und wir haben irgendwie einen Auftrag bekommen, dass wir für so einen Musiker, der hier in den Slums irgendwie in so einer Bar oder Kneipe eine Runde spielen will, dass wir dem irgendwie eine Gitarre beschaffen. Na gut, ich glaube, auf der Insel Tippet können wir soweit nichts mehr machen. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal auf der anderen Insel. Auf der Insel Brundel. Auf die Insel Brundel. Oder Brundel, wie auch immer. Super, unser Hovercraft. Ja, ich frage mich, ob wir wieder auf die Nordhalbkugel können. Und wenn ja, wie? Auf die Südhalbkugel natürlich. Wir sind ja auf der Nordhalbkugel. Wahrscheinlich dann auch nur wieder über den Himalaya. Müssen wir mal schauen, aber jetzt gehen wir erstmal auf die Insel Brundel. Was für ein bescheuerter Name für eine Insel, aber na gut. So, aber das ist zumindest schon eine Insel, die nicht voller Slums ist. Schauen wir mal, was hier auf diesem Plakat steht. Auf der Insel Brundel. Okay, gut, das wussten wir schon, dass wir auf der Insel Brundel sind. Okay, hier geht's weiter. Aha. Ein hochbewachtes Gelände. Kommen wir hier vielleicht wieder mit der Kobold-Mitgliedskarte rein? Warum auch nicht? Wäre ja logisch, ne? Hochbewachte Gelände, Kobold-Mitgliedskarte. Muss man nur eins und eins zusammenzählen. Au, hey, 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 aufpassen hier. Nicht direkt anfangen zu schießen, das gibt's doch nicht. Autsch. Was schießt denn hier? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Geschützturm. Naja, den Wert, der hätten wir mal ausgeschaltet, aber nützt uns das irgendwas? Kommen wir hier rein? Hier durch dieses Tor? Autsch. Ich glaube, wir brauchen hier einen Schlüssel. Wahrscheinlich kommen wir ja noch nicht rein. Ich befürchte, es fehlt noch irgendwie ein Puzzlestück, um hier reinzukommen. Ja, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Außer ich habe was übersehen. Aber ich glaube nicht. Und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal nochmal zurück auf den Himalaya und versuchen mal auf die Nordhalbkugel zu gehen. Denn wenn wir mal auf unsere Holomap schauen, dann haben wir hier zwar den Runenstein, aber da habe ich keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Dann haben wir da das Beamzentrum. Das haben wir, glaube ich, gerade gesehen. Da kommen wir noch nicht rein. Ja, das sind wir. Und dann ist hier noch was. Auf der Wüste des leeren Blattes. Ich denke mal, da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wo möchtest du hin? Gehen wir mal auf den Himalaya zurück. Oder Hamalai, wie auch immer. Das kann ja keiner aussprechen. Das kann doch keiner aussprechen. Naja, mit ein bisschen Übung schon. Ich verwechsel es halt immer mit dem Himalaya, den wir hier haben. Aber gut. So, da haben wir wieder die schöne Musik und ich glaube, wir sind an einem anderen Ort. Wir sind direkt nördlich von dem Karotteneingang, glaube ich. Ja. Die Frage ist, ob wir jetzt hier irgendwie wieder zurückkommen auf die Südhalbkugel. Es kann jetzt auch sein, dass der ganze Weg, den ich jetzt hier mache, vollkommen umsonst ist. Und sich viele von euch wieder an den Kopf fassen, dass ich wieder irgendwas Kleines, Blödes übersehen habe, das eigentlich offensichtlich ist. Aber mein Gott, gerade wenn ich am Aufnehmen bin, bin ich teilweise nicht ganz so aufmerksam, weil ich auch ein bisschen darauf achten muss, was ich laber. Das haben wir schon gesehen, Dankeschön.
Aber ich glaube, hier können wir nur snowboarden oder können wir hier noch was anderes tun? Nützt uns das was? Ich glaube, die blaue Piste sind wir noch nicht runtergefahren. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Bringt uns aber, glaube ich, sowieso nichts. Es sieht für mich so ein bisschen danach aus, als wäre das just for fun. Aber gut, immerhin ist Twinsen ein begabter Snowboarder. Ich habe keine Ahnung, wo er das gelernt hat. Denn ich glaube nicht, dass er häufig hier zum Snowboarden ist. Wie soll man auch hier hinkommen? Es ist ja eine ziemlich hohe Bergkette und naja. Ja. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Das ist die Frage. Müssen wir durch die Mutantenfabrik? Das wäre möglich. Vielleicht auch hier oben. Oder sind wir hergekommen? Da sind wir hergekommen. Autsch. Ja, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Aber ihr seid euch das ja gewöhnt von mir, dass ich alle paar Episoden mal wieder so einen kompletten Blackout habe und überhaupt nicht weiß, was ich tun muss. Oh, dann gehen wir jetzt halt doch nochmal nach oben. Das kann doch nicht umsonst hier sein. Auch die tolle Bemalung, die er sich da plötzlich zugelegt hat. Schön, schön. Ich würde auch mal gerne so toll aussehen, wenn ich snowboarde oder Skifahren gehe. Ja, und sonst können wir da irgendwie manuell runter. Bringt uns das was, wenn wir hier runterspringen? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen wieder, glaube ich, irgendwie zu unserem Katamaran doch kommen. Aber am letzten Mal sind wir ja durch dieses Gefängnis dahin gekommen und da können wir jetzt nicht mehr hin. Also muss es fast durch die Mutantenfabrik gehen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Vielleicht bringt uns der Bug ja auch noch irgendwo anders hin, das kann natürlich sein. Oder hier unten kommt man. Vielleicht irgendwo hin. Autsch. Weil hier haben wir ja unseren kleinen Buggy zurückgelassen. Kommen wir natürlich nirgendwo hin. Wo möchtest du hin? Zur Ja, gehen wir mal zur Mutantenfabrik. Mutantenfabrik. Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Vielleicht haben wir auch auf der Insel Tippet was vergessen oder übersehen. Das ist durchaus eine Option. Jetzt hast du vielleicht noch irgendwas Sinnvolles zu sagen? Guten Ach Tag. nee, nicht schon wieder die Lassen Krabben. Sie mich in Ruhe. Ja. Ach, muss das sein? Das kann doch nicht richtig sein hier. So, ich renne jetzt hier einfach durch. Ich habe keine Lust, gegen diese elenden Krabben zu kämpfen. Und auch nicht gegen Klone. Naja. Wenn ich es nicht tue, werde ich wahrscheinlich sterben. Ach komm schon, lass mich in Ruhe. So, können wir hier wieder weg? Es scheint so. So, jetzt kommen wir wieder auf die andere Seite. Das ist eigentlich genau das, was wir wollten. Die Frage ist, ob wir jetzt irgendwie zu unserem Katamaran zurückkommen. Ich glaube, wenn, dann war das hier im Süden. Ja, der ist nur so ein Dummschwätzer. Wow. Da ist ein Tor. Ich glaube, da müssen wir raus. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel. Vielleicht hat der den dabei. Ups. Ich treffe mal wieder überhaupt nichts. Ich bin nicht eingespielt. Ups. Fast. Das war jetzt aber knapp. Ach komm schon. Mist. Das ist aber immer knapp. Es reicht sogar mittlerweile ein Schuss für die Kerle. So. Der ist auch ein bisschen eine Nervensäge. Wenn ich ehrlich sein soll. Könntest du vielleicht das Tor aufmachen da? Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Von diesem Depot aus wird Material zur anderen Halbkugel geschickt.
Es wird dazu eine Kapsel benutzt, die aus der Zeit der früheren Metro stammt. Ich habe beim Bau mitgewirkt, aber ich warte seit fast 2 Jahren auf eine Fähre. 2 Jahre! Ja, eine Fähre könnten wir jetzt auch gut gebrauchen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber hier ist keine. Ich würde mir sogar ein überteuertes Ticket leisten. Irgendwie... Man müsste eigentlich meinen, dass es schwierig ist, reinzukommen. Aber raus? Echt? Sind wir beim letzten Mal nicht irgendwie hier eingedrungen? Boah, da oben ist ein Kobold. Wie kommt der hierher? Können wir da hoch? Ich glaube, wir können hier hoch. Probieren wir es mal. Mit dem Kobold haben wir, glaube ich, noch nicht geredet. Vielleicht täusche ich mich auch. Ups. Jawohl. Auf geht's, Twinsen. Rede mit dem Kobold. Ach, wenn wir doch nur... Oh, der gibt Kleeblätter. Super. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Sind wir jetzt etwa wieder im Hasidorf? Ich glaube, wir sind wieder im Hasidorf. Es hätte auch einfacher gehen können als durch die Mutantenfabrik. Super. Bin ich auch wieder schlauer. Na gut, aber vielleicht hilft uns das ja was. Okay, da gibt immer 3 Kleeblätter. Vielleicht hilft uns das ja was, dass wir hier oben sind. Vielleicht kommen wir so irgendwie raus. Vielleicht indem wir hier entlang gehen, Twinsen. Jawohl. So. Jetzt mal den da verkloppen. Ach komm schon. Jawohl. So muss das sein. Auf geht's, Twinsen. Wir fürchten nichts. So, wahrscheinlich wäre das alles auch ein bisschen einfacher gegangen, aber naja. Ich habe es in der Vergangenheit schon kompliziert gemacht. Warum sollen wir es jetzt anfangen, einfach zu machen? Und tot. Zum Glück haben wir nochmal 3 Kleeblätter erhalten. Wo sind wir genau? Ich glaube, da sind wir das letzte Mal mit den Hasis angekommen, mit dieser Hasi-Fähre. Und hier sind überall Minen, das habe ich ganz vergessen. Mist. So, ich glaube, hier hinten müsste unser Katamaran sein, wenn ich mich nicht täusche. Wobei die den das letzte Mal... Ja, hier ist er. Ich hätte schon gedacht, die haben den das letzte Mal doch auch mitgenommen. So, wir gehen mal zur Wüste des leeren Blattes. Denn soweit ich mich erinnern kann, können wir mit der Flöte da noch irgendwelche Pflanzen zum Blühen bringen. Vielleicht können wir da was tun. Müssen wir mal schauen. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir hier irgendwie wieder reinkommen zu den Hasis da. Vielleicht müssen wir dann wieder den ganzen Umweg durch das Gefängnis machen. Ich hoffe es nicht, aber mal schauen. Ich hoffe, das nützt uns jetzt auch was, dass wir auf diese Insel gegangen sind. Ansonsten... So, ich möchte das eigentlich gerne überspringen. Das haben wir schon 1000 Mal gesehen, wie diese Fähre hier ankommt. Na also. Die Frage ist, haben wir sonst noch irgendwas auf diesem Teil der Halbkugel, das wir noch nicht angeguckt haben? Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube aber nicht. Wir müssten eigentlich alles haben. Hier ist ein Panzer. Wie kommt... Seit wann ist hier ein Panzer? Ins Hauptquartier von Dr. Funfrock könnten wir vielleicht mal irgendwann noch eindringen. Das wäre eine Möglichkeit. So, machen wir mal den Panzer kaputt. Ach komm schon. Friss den goldenen Ballpanzer. Super. Mist. Die blöden Soldatenpenner machen natürlich mehr Schaden als der elende Panzer. War ja klar. Ach. Und für die braucht man plötzlich 2 Schüsse. Ja, ist klar. Das ist auch wieder... Naja. So, schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Pflanze blüht.
Vielleicht hat das Pferd noch irgendwas Nützliches zu sagen. Hallo, du Quetsch. Hast du diesen Gnom mit seiner hässlichen Mütze losgelassen? Er hat mich gefragt, ob es hier in der Gegend eine Prinzessin zu befreien gibt. Wenn du meine Meinung willst, er hat nicht das Zeug zum Helden. Ja, der Meinung bin ich auch. Es ist nur ein blöder Kobold, der Mitglied im Kobold-Club ist. Ansonsten kann er nichts. Er ist ja nicht mal alleine aus dieser komischen Höhle da rausgekommen. So, können wir hier vielleicht die Flöte spielen? Nee. Wir müssen doch den Baum irgendwie... Das müssen wir doch zum Blühen bringen können irgendwie. Auch nicht? Vielleicht in der Mitte? Bei diesem großen Baum? Benson, du brauchst die Flöte nicht mehr. Dagegen kann sie mir ermöglichen, einen alten Traum zu verwirklichen. Ich tausche sie gegen diese Gitarre, die ich mitten in einem Meteor gefunden habe. Ah, super. Hat dir die Gitarre aus dem All gegeben. Super, wie auch immer diese Gitarre auf den Meteor kam. Gitarre aus dem All, mitten in einem Asteroiden gefunden, der in der Wüste des leeren Blattes einschlug. Sie hat neue Harmonien auf Twinsun gebracht. Gut, wir haben eine Gitarre, das müsste eigentlich für den anderen Bandtypen da reichen. Hoffe ich. Aber wir schauen erstmal noch auf die Holomap. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe und dann hier alle nochmal hier hinkommen muss. Aber ich glaube, das war es erstmal. Mir fällt zumindest nichts mehr ein und ansonsten werde ich halt nochmal hierher kommen. So, verpiss dich, du blöder Panzer. So, können wir hier vielleicht entlang fliegen? Dankeschön. Na, dann gehen wir doch mal zurück zum Himalaya. Irgendwo müssen wir auch noch den Dinofly finden. Auf den Himalaya. Ach, Himalaya, ich sag's schon wieder falsch, es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid, dass ich es immer falsch ausspreche. Es ist natürlich der Himalaya, nicht der Himalaya. So, überspringen, das können wir überspringen. Sehr gut, gut, gut. So, wir haben die Gitarre, damit können wir wieder auf die Insel Tippet. Auf geht's. So, ich werde es erstmal durch die Mutantenfabrik versuchen. Und erst wenn das nicht geht, über das Gefängnis. Aber wahrscheinlich müssen wir durch das Gefängnis. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Naja, mal sehen. Immer noch im Krieg die Rebellen. Wobei hier nichts mehr von ihnen zu sehen ist. Ups. Ach du Mine. Hätte mich schon wieder fast erwischt. Kleine fiese Drecksmine. So. Vielleicht hat der ja einen Schlüssel. Probieren wir es mal. Schaden kann es nicht, den umzukloppen. Ach, ein bisschen mehr Genauigkeit, Vincent. Der braucht zwei Schüsse, nein. Aber tatsächlich ein Schlüssel, das ist hervorragend. Die Frage ist, ob der vorhin auch schon da war. So, wir hier gehen wieder oben rum. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Da kriegen wir auch das Kleeblatt, glaube ich, dann wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das der zweite von den Kobolden ist oder der vierte. Ich glaube, es gibt vier gesamthaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was mir der eine da gesagt hat. So. Tut mir leid, meine Kehle ist ein bisschen trocken, deswegen muss ich immer
so ein bisschen husten. Ich habe auch so eine kleine Pollenallergie. Das macht die Sache nicht besser. So, einmal noch direkt, nee, zweimal direkt ins Haus reinrennen, weil es so gut tut. Noch einmal in den Baum. Super, jetzt kannst du auch wieder richtig denken, Twinsen, und jetzt können wir auch normal durchgehen. Super. So, goldene Karotentor. Karotentor. So, wo ist unser Gefährt? Hier. Wo möchtest du hin? Auf die Insel Tippet. Jawohl. Es geht wieder auf die Insel Tippet. Wo wir hoffentlich ein bisschen Stimmung in die Bude bringen. Komm, Twinsen. Einfach großartig, ihr Tragflächenboot. Aber sie werden damit weder die Festungsinsel noch die Polarinsel erreichen. Sie sind durch Strömungen isoliert. Kein Schiff kann dorthin gelangen. Man braucht einen Dinofly, um dorthin zu gelangen. Ja, wissen wir schon, dankeschön. Haben wir aber nicht. Wir haben keinen Dinofly. So. Ich glaube, wir müssen uns erst wieder den Schlüssel abholen. Oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal nach. Wobei ich ja einfach auch den Schlüssel mitnehmen können, wenn ich schon da war. Aber es geht auch so. So sind diese beiden fiesen Handlanger wieder hier. Natürlich. So. Auf geht's. Klone inkognito verkloppen. So, du kriegst auch aufs Maul. Nochmal 3 Kleeblätter, brauchen wir überhaupt nicht. Oh, der hat immer 20 Kasches dabei, glaube ich. Das Twinsen Café. So. Nee. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, dann lass mal rocken, Kollege. Gib mal ein bisschen Gas. Ich glaube, yeah. Ich träume. Schaut her, er hat die Gitarre aus dem All wiedergefunden. Woher weißt du, dass die Gitarre aus dem All ist? Und warum spielt das Schlagzeug von alleine? Naja. Hast du was zu sagen? Guten Tag. Wow, habe so etwas noch nie gehört. Das ist spitzenmäßig. Ja, es ist nichts Besonderes, wenn ihr mich fragt. Aber okay. So, was gibst du mir denn jetzt dafür? Guten Tag. So ist es erheblich besser. Geh hinein, aber sei vorsichtig. Es bleiben noch ein paar Riesenkrabben übrig. Nochmals, vielen Dank. Und wo? Ah, da unten ist ein Geheimgang. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Aber schauen wir mal. LBA, Entwässerungsdienst von Funkytown, Dinofleischstraße. Dinofleischstraße. Hey, vielleicht kriegen wir... Wow, was ist das? Das ist doch was Fieses. Wow. Ich habe so ein bisschen Angst. Hm. Autsch. Ja, zu Recht habe ich Angst. So. Komm her. Ne, komm nicht her. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe nichts gesagt. So, vielleicht so? Jawohl. 2 Schüsse reichen für dich. Du fieses Glubbermonster. So. Eine Krabbe, die auf dem Wasser ist. Schwebt. Ach nee. Echt? Komm her. Das war vielleicht zu früh und zu schlecht geschossen. Nein, Mist. Einmal. Zweimal. Jawohl. Ich nehme jetzt einfach mal den Protopack. Ups. Okay, das war keine gute Idee. Wie sollen wir denn da rüberkommen?
wenn ich mit dem Protopack. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da mit dem Protopack durchfliegen können. Aber anscheinend ist das falsch. Oder ich habe mich dumm angestellt. Ich werde es da auf jeden Fall nochmal probieren. Verpiss dich. So. Okay, vielleicht können wir dich auch noch direkt einmal treffen. Ich glaube, das war ein Treffer. Das hat aber nicht ausgereicht. Mist. Ja, das war sehr ungeschickt. Und unnötig obendrauf. So. Vielleicht brauchen wir das irgendwie auch. Vielleicht können wir damit irgendwas tun. Wäre möglich. Hm. Oh. Ah. So, da drüben ist auch eine Treppe. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ganz vergessen, dass das Ding respawnt. Aber ich glaube, das können wir auch so totkloppen. Sehr schön. So, ich bleibe jetzt hier ein bisschen weg. So, die Krabbe irgendwie mal abzuknallen. Ach komm, das war doch ein Treffer. Vielleicht so? Jawohl. So. Das muss doch so klappen. Das ist doch abgeschrägt. Wow. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ja. Respawnt die Krabbe? Ist das möglich? Vielleicht. Normalerweise respawnt sie erst, wenn man irgendwie aus dem Bild geht. So, treffen wir sie. Sehr gut. Sie bleibt auch schön an Ort und Stelle stehen. So, probieren wir es nochmal. So, das funktioniert soweit. Wahrscheinlich hätte es beim ersten Mal eh nicht geklappt, weil mich dann einfach die Krabbe angegriffen hätte und ich dann irgendwie sowieso in der Grütze versunken wäre. So, dann gehen wir mal hier hoch und schauen, was sich hier befindet. Wir sind immer noch im Abwassersystem. Wir durchforsten die Kanäle und jagen Insekten und Krabben und Schleimviecher. So. Der macht auch komische Geräusche irgendwie. Hm. Können wir hier rein? Vielleicht so, normal? Ne? Okay, gut, dann gehen wir die Leiter hoch. Muss wohl so sein. Da können wir wahrscheinlich wieder runtergehen. Aber ich möchte erstmal hier hoch. Das geht nicht, vielleicht müssen wir hier runter. Aha. Hast du Schaden genommen, Twinsen? Oh, ein Schlüssel. Super. Ich hätte jetzt gedacht, wir kommen irgendwie in eine fiese Höhle mit einer Mutantenkönigin oder so. Das ist ja in der Regel bei solchen Löchern der Fall. In anderen Spielen. So, was ist hier? Autsch. Können wir hier hochlaufen? Können wir hochspringen? Wir können hochspringen. Können wir jetzt hochlaufen? Nee. Aber vielleicht reicht das schon. Nee. Ja, das hätten sie auch ein bisschen einfacher hier machen können, ehrlich gesagt. Aber na gut. So, können wir so bitte hier hoch. Dankeschön, Twinsen. Da ist eine Schlange auf dem Boden. Die natürlich angreift. Oh, sie kommen. Der Angriff der Killerschlangen. Der grünen, ouch! Ihr fiesen Wichser.
Ihr Schweine! Oh, noch mehr Schlangen. Ist hier irgendwo ein Nest oder so? So, du bist auch noch? Jawohl. Ja, und wir haben wieder volle HP. Das ist doch schon mal super. Und wir durchsuchen die ganzen Tonnen und finden nichts Vernünftiges. So, was steht hier? Wo sind wir denn? LBA, Entwässerungsdienst von Funkytown, Dino Fly Straße. Ja, wo ist denn der Dino Fly, bitteschön? Der kann doch nicht hier unten sein. Ah, geht's hier vielleicht an die Oberfläche? Ups. Komm, Twinsen. Wenn es hier an die Oberfläche geht... Ja, tatsächlich. Vielleicht finden wir hier einen Dino Fly. Das heißt doch nicht umsonst Dino Fly Straße. Twinsen, schlagt nicht wieder den Schädel. So. Auch super ist, dass diese Blümchen hier, die scheinen ziemlich erregt zu sein, wenn man über sie drüber läuft. Hört mal hin. Ist das nicht wundervoll? Nee. Das ist nicht. Oh, da ist der Dino Fly, glaube ich. Yay! Den haben wir ja schon in der Intro-Sequenz gesehen. Wir reden mal mit ihm. Wir können ja mit Tieren sprechen. Guten Tag. Sieh mal an. Du kannst mit mir sprechen und trägst Zendels Medaillon. Du musst der Erbe sein. Ich warte schon seit Jahrhunderten auf dich und mein Rücken schmerzt. Also lass uns langsam gehen. Der Hamalayi ist zu hoch für mich. Aber ich kann dich überall auf dieser Halbkugel hinführen. Außer zur Polarinsel. Funfrock bewacht sie viel zu sehr. Wo möchtest du hin? Okay, wo können wir denn hin? Wir können auf den Himalayi. Hamalayi, tut mir leid. Auf die Festungsinsel und auf die Insel Brundel. Naja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal auf der Insel Brundel um. Vielleicht kommen wir ja woanders hin. Auf die Insel Brundel. Schauen wir mal, ob es da was gibt. Ja, und ich frage mich auch, wenn er die ganze Zeit auf uns gewartet hat, warum wartet ihr hier am Arsch der Welt, anstatt irgendwie bei unserem Haus? Verdammt. Aber naja. Dinoflies scheinen ziemlich merkwürdige Kreaturen zu sein. Ziemlich eigenwillig auch. So, wir fliegen. Juhu. Naja, wirklich schneller als unser Katamaran scheint aber auch nicht zu sein. Und er fliegt auch die ganze Zeit Umwege. Na los. Flieg einfach aus dem Bild. Ach, Mann. Ja. Man kann diese Flugzwischensequenzen und auch die Zwischensequenzen mit dem Katamaran leider nicht abbrechen. Naja, müssen wir mal schauen. Die Festungsinsel ist wahrscheinlich da, wo der Runenstein ist. Müssen wir mal gucken. So, wir sind jetzt aber erstmal wieder auf der Insel Brundel. Wo wir wahrscheinlich aber immer noch nichts machen können. Ja, wir sind ja nur bei unserem Tragflächenboot. Na gut, dann gehen wir halt auf die Festungsinsel. Aber das machen wir beim nächsten Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Northgate.